Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Secret Hitler. Secret Hitler. So, wir spielen heute Secret Hitler mit Darky, Kai, Corrupta, Goldwing, Thunderwolf, Cube und natürlich mir, den Gameplay 3050 aka Olli. Halt einmal mal. So, weil die Regeln nicht kennt, ich werde euch mal den Link zum Game dazu mal verlinken. AK, du bist ein Sturmgewehr? Ja. GP steht für große Partei. Ja, die große Partei. So. Okay. Das, Kai. Hallo Kai, das musst du wissen. Und ich bin. Lukas fängt an. Ne, nee, nicht Bleifurt. Ich hab jetzt auch aufs Zeichen gewartet. Okay. Oh, mein Ping, der geht gerade schön ab. Ich nehme am Anfang mal GB. Ich nehme auch für den Nerd. Ich nehme auch für den Nerd-Kanal, wollte ich mal mehr. Achso. Nee, keine Lust. Ach, oh, nee. Boah, brauchst du gleich nicht so depressiv sein, gut. Alter. Ganz kurz. Also pass auf, ich gebe jetzt mal einen Call zum Anfang der Runde ab. Ich sage, diese Runde ist Corrupter Hitler. Yay! Und Donnerwolf-Faschist. Ja. Alle aufdecken, 3, 2, 1. Keine Lust, dass GP an die Spitze kommt. Richtig. GP ist Kanzler. Ich bin nicht Hitler. Nee, ist jetzt noch irrelevant. Jetzt war GP Kanzler, der wird ab nächster Woche sowieso den Jay machen und wird überall ein Nein stimmen. Ja, total. Wenn er sich selber ist. Ja, ich bin Darky. Hate is gonna hate. Darky, du hast die drei Karten schon. Okay. Hab nichts gesagt, okay. Wollte nichts sagen, okay. Hab ich nur erhangen. Ja, ja. Halt der Maul. Und jetzt kommt direkt die erste Runde. Ja, boah, keine Wahl. GP, Frau Faschist. Ja, richtig, erste Faschist, ne? So, und jetzt jetzt reicht's Adler, ne? Nein. Hab ich jetzt nicht gebracht, hab ich jetzt nicht gesagt, ne? Wer macht sowas? Ja, gut. Ja, gut. Oh, bei Rex der Butterfeder muss ich präventiv mit Ja stimmen, egal worum es geht. kannst du mir 1000 Euro geben? Oh, Rex, verdammt, wir werden den ersten Fail raushauen! Und wir sind alle tot. Rex ist Hitler. Umdrehen! Der Einzige, der sich nicht wählen will, ist Rex. Und nicht. Ja, aber Corrupter, der Corrupter ist Hater. Soll ich mich wählen lassen? Da fehlen noch zwei rote Karten vorher. Alles. Ja, ja, ich muss ja drei Karten ziehen. Da war ja was. Da war ja was, oh, ne? Oh Gott. Er wollte mich eben noch anmerken, als ich keine drei Karten gezogen habe. Also, selber vergessen. Kai hat jetzt schon drei Säulen genannt, die echt phänomenal sind. Gerade das. Dann du, wie er hat seinen Geburtstag vergessen und seinen Namen vergessen. Du hast echt deinen eigenen Geburtstag vergessen? Alter, ich kenne zwar weder den Geburtstag meiner Mutter, noch irgendwelchen anderen Verwandten, die nicht Mutter, Vater oder Schwester sind. Wahrscheinlich von mir und meinem kleinen GP, so zwei Meter neben Kai liegt wahrscheinlich so sein Schulranzen, wo ein Portemonnaie drin ist, wo sein Personalausweis drin ist, wo ja der Geburtstag automatisch draufsteht. Wahrscheinlich. Nein, er hat so einen extra Kalender in seine Hosentasche, wo er seinen Geburtstag eingekringelt hat. Blaukasse, richtig. Oder er hat einen Alarm am Telefon gestellt. Cool. Ich hab das mit Edding über meinen Kopf geschrieben. Auf die Stirn, brauchst halt nur so einen Taschenspiegel. Oh ne, Corrupto als Präsident. Das kann ja nur schief gehen. Bei Salman eben gerade erwähnt, ich hatte die Wahl. Ja, Kai hat mir die Wahl gelassen. Kai, hast du ihm die Wahl gelassen? Ja, hab ich. Hast du eine blaue abgelegt, um ihn die Wahl zu lassen? Oder hast du eine rote abgelegt? Ich hab eine rote abgelegt. Okay. Weil es gibt ja auch solche Situationen, wo du halt zwei blaue hast und anstatt zu forcen halt eben lieber die Wahl lässt, sag ich mal. Jetzt gerade überlege, ich hätte Kai jetzt noch nicht proven. Momentan ist, ganz ehrlich, zu dem momentanigen Zeitpunkt ist keiner proven. Ja. Doch, aber eine Sache weiß man, dass du Hitler bist. Ja, stimmt. Stimmt gar nicht, GP ist der Fascho und Rex ist doch der Hitler, ne? Nein, Corrupter ist Hitler, das habe ich doch am Anfang der Runde gecallt. Also ja, okay. Ja. Corrupter, mein Führer. Oh. Das sind rassistische Ausdrücke. Das musst du leider gleich mit dem Piep. Okay, ja, mach ich. Ist kein Ding. Wobei rein theoretisch. Aber ganz rein theoretisch. Führer darf man doch sagen, oder? Kein Spielraum, das ist rassistisch. Ja, okay. Lokführer. Ja, ich bin Rassist. Ja, Lokführer.
Nein. Das ist meine Überschrift, wenn ich nicht vergesse. Genau. Nebenbei, Paul, zum Terrorismus. Führer. Nein, wir spielen ein Spiel, das heißt Secret Hitler. Wir machen im Spiel einen Spaß daraus, wer von uns Hitler ist. Ja, ich bin halt auch der Meinung, dass wenn man Cards Against Humanity, man darf nicht über schwarzen Humor lachen, das ist alles schlecht. Auch wenn ich Cards Against Humanity spiele. Ist mir egal. Ja. Da darf man nicht drüber lachen. Das ist einfach. Tote Juden oder tote Note gelesen. Ja, aber tote Juden sind sowas von 2016, keine Ahnung. Juden. Alles klar. Juden! Ja! Brötchen Power! Wobei ich aber ehrlich bin, Rex, wenn ich ehrlich bin, würde ich lieber. Oh, die hat nicht gepasst, oder? Nee, wir hatten 4:3. Wir hatten 4:3 Verhältnis, oder? Hallo? Guck mal, da sitzen sie schon, die Faschisten, da haben sie schon losgehatet hier. Die schiefe Patrone von Pisa. Ja. Wo steht die denn? Ja, wo steht denn überhaupt der schiefe Turm von Pisa? Was wir gezogen haben. In Rom, Ende. Ja, in Rom! Ja. Oh Gott, oh Gott. In Rom, das liegt in Spanien, ne? Lukas, wärst du 2014 im Oktober aber besser mit nach Rom gekommen, hätte ich dir zeigen können, dass der da frisch ist. Ich wollte gar nicht Rom sagen. Ey, das ist doch ein Scherz! Ich hab mir schon wieder 2 rote bekommen. Ja. Jetzt kommt's. Ja, drin weiter. Ja, weil er hat nur eine Karte angeguckt, direkt weggeworfen. Muss man sagen, die andere Karte blieb hier auf dem Tisch liegen. Jetzt mal ohne Scheiß, ey, das ist doch behindert. Wie sagt man so schön im englischen Sprichwort, you throw me under the bus. Ich bin gerade voll unterm dritten Rad, ey. Ja, dann so, Rex, wen kann ich mir denn angucken? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Wen willst du jetzt angucken? Nicht mich. Dem GP. Darki, bitte. Ja. Was? Darki. Ja, kannst du haben. Ja, vielen Dank. Alles klar. Ja, was ist denn? Jetzt kommt es. Ich behalte erstmal noch für mich. Ah. Weil es wird Beef geben. Ja, dann ist er doch Faschist, wenn es Beef geben wird. Komm. Da, ganz ehrlich, es gibt keine andere Sache, wenn es Beef geben könnte, außer wenn er. Genau. Absolut richtig. Ich wollte nur nicht aussprechen, weil er wird abstreiten. Korrupt hat noch nie was gemacht jetzt. Wir haben bisher einen so guten Job gemacht, dass er nicht im Game war. Aber, wie gesagt, um es jetzt nochmal zu bestätigen, Darki ist Faschist. Jo gut. Yay. Also wir sind das ist einfach Masse. Was machen. Richtig. Ja, okay, Darki ist dann Faschist und Faschist. Dann ist Thunderwolf der andere Faschist. Okay. Das und Corrupter ist Hitler. Ja, Corrupter ist Hitler, habe ich okay. auch gesagt. Ich meine, ganz ehrlich, man muss Faschist sein, wenn man glaubt, dass der Schieferturm von Pisa in Rom ist. Kennt eine Frage, kennt ihr von TV Total das Superbrain? Das ist doch alles Schwachsinn. Alle Weltwunder und alles, was in der Welt gut ist, gibt es nur in einem Land. Es tut mir leid, er hat keine Türkei? Und ich auch nicht. Ja, alles klar. Ich hatte 2 rote. Mhm. Du darfst einen auswählen, glaube ich, oder? Ja, Panda, gut. Wer ist der nächste Brazil? Genau, das ist seine Spezialpower. Er hat ihn schon als Cube gemacht. Nein, er hat weitergegeben. Nein, er hat noch weitergegeben. Oh Gott. So, das ist halt einen auswählen. Auf jeden Fall nicht. Wir sind nochmal Rex. Damit ist er gleich wieder Präsident. Rex will mich als Kanzler! Nein! Alle Liberalen. Klar doch. Warte mal, hier hat jemand nicht gemischt. Ah ja, stimmt, bei 2 Karten, die übrig sind, muss gemischt werden. Nein. Ja, okay. Ah. Vor allem, du nimmst dich schon die Karten, die waren noch nicht mal gepasst, Alter. Du darfst sie noch gar nicht nehmen. Hat er mich angeguckt. Okay, dann mach. Dann bitte umdrehen. Oh, alles nein, klar. Aber okay. Ja. Nein, allein wegen GP. Allein GP. Punkt. Wartet mal. Ja. Darki ist aus meiner Sicht confirmed Faschist. Ja. Er weiß, dass er selber Faschist ist. Ja. Ich wähle dich. Ja. Als Kanzler. Und er sagt direkt ja. Okay. Mach ruhig weiter, ich hol kurz. Das heißt, aber die Runde wäre vorbei, wenn GP Faschist wäre. Achso, die Runde. Hitler wäre. Nee, ich wurde nicht gewählt.
dann ist die Runde ja nicht vorbei. Du bist gewählt worden. Hä, ich bin gewählt worden? Ja, du bist gewählt. Echt jetzt? Ja, gewonnen! Dann haben wir gewonnen! Ja! Hä? Da muss doch erst noch was schießen. Ein Sieg heil! Nein. Nein! Alter! Scheiße! Nein! Oh, nein, das muss ich rauspiepen. Ich sag dann mal von meiner Seite. Hä? Da muss doch noch eine Faschistin. Ey, ich dachte, die Wahl hat nicht durchgepasst. So, hallo. Nein, muss es nicht. Natürlich. Rex, du warst nicht Faschist? Hitler, ich war Faschist. Ich war Faschist. Also ohne Scheiß, ich wusste, dass du Faschist warst nach deiner anfänglichen Reaktion, aber ich war so sicher, dass Rex Faschist ist. Daki und ich waren Faschisten. Das kann doch noch gar nicht sein, dass das schon vorbei ist, weil eigentlich muss noch hier in das Dunkel. Nein. Das hatten wir letzte Runde doch geklärt. Sobald die dritte rote Karte da liegt und Hitler als Präsident gewählt wird, ist das Spiel vorbei. Tja, das war eine kurze Runde, Leute. Hitler hat den Führer raushängen lassen und das Spiel mal souverän an sich gerissen. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Haut rein. Ciao.